Boah, Junge, jetzt hab ich mich aber erschrocken, ey. Mann, was ist los? Aua, ich werde in meinen Rücken geboxt. Ich hab nur die Gitarre auf einem Ohr. Okay, ich auf beiden. Ja, jetzt habe ich auch auf beiden, okay. Aber davor nicht. Da kommt direkt die Highschool-Stimmung auf. Ja. Bisschen Tony Hawk-Feeling. Kannst du mir wenigstens verraten, worum es geht? Der Horror? Survival vielleicht? Okay. Weiß ich nicht. Stan. Shannon. Also finde ich bisher ganz geil gemacht eigentlich, so wie wir das da in Szene setzen. Hey Josh, du störst. Aber ich muss meinen Zeitungsartikel über das Basketballteam fertigstellen. Hey Kenny, bleib cool, Alter. Lass ihn doch. Los, gehen wir duschen. Auf jeden Fall schon mal nicht die englische Sprache. Du wolltest doch heute früher nach Hause. Nee, das gut so. Mom und Dad gesagt, nicht dir. Es ist immer dasselbe mit dir. Ich weiß, wieso du nicht nach Hause willst. Kenny! Da sind Mom und Dad einmal nicht da und du glaubst, ich würde zu Hause schlafen. Warte, Shannon, ich gehe mit dir. Nein, ist schon okay. Geh ruhig. Wir ziehen los, Kenny. Bleibst du noch hier? Ja, ich werf noch ein paar Körbe. Na gut, wie du willst. Bis später. Aber damals, als es noch kein Internet gab, musste man Sport machen. Ja. Okay, geil. Ich bin ein Profi-Basketballer. Ich kann jetzt den Ball nur aufheben, oder was? Und direkt in den Korb werfen. Okay. Okay, reicht für heute. Ich drücke einfach mal ein paar Tasten. Vielleicht spawnt ja ein zweiter Kenny rein oder so. Wie heiße ich nochmal? Kenny. Ja. Also auf jeden Fall steht da unten manchmal Text, den wir schlecht lesen können. Ja, das ist für Ameisen geschrieben. Direkt die Lore einsammeln hier hinten. Nee. Hab ich Ausdauer oder was? Also kein guter Sportler, wenn er direkt hechelt, ey. Läuft hier nur die 2-3 Stufen hoch. Ich hoffe mal, das Game hat keine Notizen oder irgendwas, die man lesen muss. Ach, bestimmt nicht. Telefon. Verdammt, das ist bestimmt Ashley. Ich hätte mein Handy ausschalten sollen. Nett. Ja, Randa. Hallo? Kenny, du wolltest anrufen oder hast du unser Date vergessen? Ashley, nein. Du solltest mich besser kennen. Ich bin gerade mit dem Training fertig. Muss noch kurz duschen, dann bin ich bei dir. Gut. Und sei diesmal pünktlich. Bis später, Baby. Okay, dann bis gleich. Voice Acting. Was? Wo ist meine Tasche? Ah, da wird der Jock einfach gebullied von irgendwelchen Nerds, die ihm seine Tasche klauen. Der Spielbericht über unser letztes Spiel. Geil. Diepe Lore. Ja. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Aber die Spiegel funktionieren. Ja. In Billig-Games ist das auch einfacher als in AAA-Games heutzutage. Ja. Mal kurz auschecken, was hier alles möglich ist. Ja. Frag mich nur, wann du dazu stößt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich mich jetzt beschwerend hier klinge, aber kommt mir so ein bisschen Resident Evil-mäßig vor. Ja. Hier waren wir doch schon. Ja. Lauf, Kenny, lauf! Selbst auf dem Boden reflektiert das so ein bisschen. Ja. Raytracing. Man hat auf jeden Fall wem weglaufen gehört. Ja. Also wir sind ihnen auf den Fersen. Sagt er, als er in die komplett andere Richtung rennt.
Gymnasium. Mhm. Verstehe auch noch nicht, warum man im Deutschen halt Gymnasium sagt, für diese etwas höhere Schule. Aber im Englischen heißt das halt Sporthalle oder ähnliches. Also. Aha. Ach so, meinst du das? The Gym, ja. So, ergibt überhaupt keinen Sinn. Von was ist das überhaupt abgeleitet? Gymnasium. Hm. Hm. Okay, wir verfolgen den jetzt einfach mal. Ja. Oh, warte, Juice. Also er stöhnt nur, wenn du anhältst, oder? Ja. Hm. Ich wusste nicht, dass hinter dieser Stahltür ein Garten ist. Ich wusste nicht, dass es einen Garten gibt in dieser Schule. Ja, direkt in den Horrorkeller, echt? Ja. Sind wir jetzt hier im Fickbunker drin? Die richtige Meth-Höhle, Alter. Unten sind jetzt Walter und Pinkman. Ich kann nichts sehen da unten. Ich brauche eine Taschenlampe. Oh Mann, ehrlich? Da kommt voll Licht hoch. Ja. Erstmal Klebeband mitnehmen. Okay. Er ist außer Atem, weil der Klebeband aufgehoben. Oh, viel zu schwer. Vorhin sah das alles noch voll hell aus. Ja. War das keine Knarre da drin? Ja, amerikanische Schule halt. Digga, what the fuck? Was soll ich drücken? Ich glaube, du sollst die Nachricht wegdrücken, oder? Wie denn? Oh, warte. Der will hier, dass ich irgendwas drücke? Verbinde Waffe und Taschenlampe. Schritt 1. Halte die LB gedrückt und aktiviere das Klebebandmenü. Und dann Waffe mit Taschenlampe, oder wie? Okay, dann los. Okay, dann los. Der, als ob das aussieht. So eine Wasserpistole. Ist verdammt gruselig hier unten. Ach was. Ja, aber einfach Wurzeln. Was Digga. Und warum? Für seine Tasche oder was? So, lohnt sich gar nicht. Hier unten sind überall Lampen, aber wofür braucht er Taschenlampe? Okay, also so ein bisschen, ah. Musst du die Schatten wegleuchten, damit du da durchkommst? Oder musst du zielen? Um den leichten Boost-Modus zu starten. Digga, ich hab einen Boost-Modus in der... Wie geil ist das denn? Hast du im Hintergrund auch die Frauenschreie gehört? Ja. Digga, die Taschenlampe hat einfach einen Boost-Modus, Alter. Wie geil ist das denn? Können wir das auch mit dem Boost-Modus hier entsaften? Echt? Verbrennst du einfach die Biotonne da? Ja. Ach, auf die Biotonne! Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie schlagen kann auch. Bestimmt. Woher kommt dieses Licht? Welches? Ups. Oh nee, Tür zugegangen. Rauf. Geht nicht. Findest du bestimmt irgendwie Heilzeug oder irgendwas? Irgendwie so eine grüne Pflanze oder so. Digga, er hebelt einfach so Dings, U-Boot-Türen auf. Ja, die U-Boot-Türen unter der Schule. Out of work. Don't blame me, I didn't vote. Bob? Nein, bitte nicht. Das ist einfach ein Nein. Wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Bitte nicht. Hey. Bitte, bitte ich werde dir nichts tun.
Bist du auch drauf reingefallen? Worauf reingefallen? Kapierst du es nicht? Du musst dir verschwinden. Schnell. Vor der Vampir? Ja. Yeah. Okay, dann raus hier. Lass mich bitte nicht zurück. Auf keinen Fall. Er ist Wahnsinn. Versprochen. Du bist das jetzt. Du bist der da. Ja. Ich glaube, du musst es bestätigen. Ja! Du siehst nicht gut aus, ehrlich nicht. Ich glaube, du brauchst einen kleinen Boost. Ich bin jetzt die Hauptperson hier. Komm her, ich gebe dir einen kleinen Boost. Kannst du auch nach unten zielen irgendwie? Ja, ne? Ja, aber das ist nicht so geil wegen der Kamera, die hier so steif ist. Er hat hier immer eine Waffe versteckt. Ja! Vielleicht brauchst du einen Boost. Sollen wir jetzt noch tiefer oder was? Geht nicht. Okay. Bin ich verletzt? Das könnte tief sein, sagt er. Ja, gut, da kam er her. Hier müssen wir jetzt wieder zurück. Okay. Wir wollen ja raus quasi gerade, ne? Ja. Boost-Modus ist aktiviert. Ja, gut. Wie schießt man? Hab ich überhaupt Kugeln? Oh, meine Waffe ist überhitzt. Pff. Ich poliere dir die Fresse. Oh. Ich hab ein Bein weniger oder so. Nee, doch nicht. Scheiße, wollte ich gar nicht. Es bringt nichts, nochmal herzukommen. Der Ausgang ist am Ende des langen Flurs. Warte, ich helf dir. Soll ich's tun? Ja. Bitte. Okay, bring nichts. Wie schießt man denn? Mit A. Nee, dann hab ich keine Munition. Ah, doch. Digga, noch ein kleiner Hund da unten. Hab ihn. Auch den kleinen? Nice. Glaube, leuchte mal da lieber hin. Weil die Dunkelheit macht ja irgendwie Damage oder so. Was tue ich? Kein Schuss mehr, ich kann die Waffe nicht mehr in der Hand nehmen. Ich glaube, du bist tot. Echt? Ja, und ich habe keine Muni. Oder ich weiß zumindest nicht, wie man nachlädt. Er spritzt sie einfach auf die Schuhe. Die können da anscheinend aber auch nicht durch, oder? Nee. Der kann da nur ein bisschen hinkotzen. Kann auch nicht an ihm vorbeirennen. Da ist der Spaß direkt vorbei. Beende den Prolog. Ja Mensch, haben wir geschafft. Ach, musste das passieren? Man kann sterben, man kann aber glaube ich auch irgendwie einen Raum weiterkommen oder irgendwas. Und dann endet es mit einer Cutscene oder so. Ich bin mir nicht sicher. Kam ja auch sofort, jetzt müssten wir sterben. Ja. Los, erzähl schon. Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen. Wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Was war denn los? Hat mich versetzt. Es reicht mir langsam mit deinem Bruder. Aber wenn er nicht bei dir war, vielleicht ist ihm... Glaubst du, ihm ist was passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Wer ist Josh? Keine Minute aus den Augen. Los, Beeilung. Er sieht schon böse aus irgendwie. Ja. Mr. Garrison, Tore schließen. Zu spät komme in mein Büro. Ja, das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Siehst du, sag ich ja. Als wäre das kein Hint. Setz euch bitte und seid still. Setzt euch hin und seid still. Kenny ist verschwunden. Du weißt nicht, und sie fangen an zu reden. So, ja. Nein, habt ihr ganze Nacht also über den richtig Film heruntergekommen. Seit gestern Abend hat ihn keiner gesehen. Ich mach mir langsam Sorgen. Ich hab's. Aliens haben ihn auf ihr Schiff gebeamt, ihn zu Experimenten missbraucht und dann gekillt. Josh! Hinsetzen, junger Mann. In Ordnung. Heute beschäftigen wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Aber die Bullen sagen es meinen Eltern. Okay, genial. Mein erster echter Ermittlungsfall. Scheiß Hobbydetektiv. Ach, nichts funktioniert in der blöden Schule. In 5 Minuten müssen wir eh los. Hör auf damit, Josh. Das nervt. Mhm. Komm schon, wir müssen unsere Ermittlung doch dokumentieren. Psst, da ist jemand.
Verschlossen. Okay, das ist nur der Hausmeister. Der ist auch nicht mehr ganz bei Sinn, aber wa? Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Den einen oder anderen Doppelkorn zu viel. Ja. Ey. Ich habe eine alte Karte der Schule gefunden. Die können wir gut brauchen. Baseballschläger. Kannst du irgendwie einen steuern? Nee. Select oder irgendwas? Derzeit ist kein Teamkamerad frei. Du musst das abbrechen. Okay. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Was ist denn mit dir? Digga, was? Wenn man uns erwischt, fliegen wir garantiert. Ihr fliegt gleich. Kann man nach oben, unten aimen? Nee. Wie so ein Gummischläger, ey. Er randaliert direkt in der Schule rum. Klar. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Fuck, Red Bull kann man wirklich nehmen, okay. Alter. Hat der nicht irgendwas von Karte der Schule gesagt? Champion Genius Broadcast, okay. Eine CD? Hier gibt's nichts mehr für uns. Aha. Okay. Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Was habe ich aufgehoben? Drahtrolle. Drahtrolle, okay. Schreib doch einfach Draht hin. Echt? Aber wirklich sofort am Randalieren, ey. Ja. Yeah. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Drahtrolle, ja, was soll ich denn mit der Drahtrolle machen? Ein Baseballschläger auftunen? Schlüsselmäßig oder? Knacken die Tür. Kannst den Schlüssel draus formen. Kannst du den Draht um den Baseballschläger machen? Wie stacheldrahtmäßig? Brauche ich dann nicht Dings, Kleberolle irgendwie? Sie nicht. Hier gibt's nichts mehr für uns. Um ein Schloss zu knacken. Achso, stand da wirklich. Aber wo ist hier ein Schloss? Ja, siehst du? Tür ist abgeschlossen. Die andere Tür vielleicht? Okay. Aber du kannst echt nicht einer der Frauen. Ich glaube, wir müssen das Schloss knacken. Ach. Du konntest jetzt eine davon auswählen, oder was? Nee, ich will die andere sein. Die andere ist ein bisschen hübscher. Okay. Ich bin direkt hinter dir. Geil. Und jetzt musst du, glaube ich, irgendwas drücken. Yay. Und du hast jetzt keine Waffe, oder wie? Hier gibt's nichts mehr für uns. Warte mal. Warte mal. Nee, bleib mal aus dem Bild, drück mal Y. Ja, okay. Das habe ich vorhin schon gemerkt. Ich habe mich vorhin nicht einmal gewundert, dass das so umgesprungen ist, aber ich dachte, vielleicht ist irgendwer aus dem Bild gegangen. Huch. Huch, jetzt bin ich sie. Okay, auch gut. Ich glaube, wir müssen das Schloss knacken. Okay, das darf man schon mal nicht. Direkt in den Arsch. Nee, warte, ich bin keiner mehr jetzt. Okay. Jetzt bin ich wieder jemand. Boah, Junge, ist aber auch schwierig. Ein bisschen. Gedrückt halten. Ah. Jetzt verbraucht sie den ganzen Draht. Hm. Digga, ist das eine abgewrackte Schule, ey. So, aber eigentlich wäre ich lieber der Perverse, aber. Egal. Nimm mitmach. Besondere Begabung. Drücke die Taste besondere Begabung, um Tipps zu geben. Digga, was? Klassenlehrer Herwalden. Auch alles bin durch. Bin ich das? Ja. Drücke die Taste, um einen Raum zu untersuchen. Ich glaube, das wäre nützlicher als. Was kann die andere? Spezialangriff. Die kannst du ja dann die sein. Die knockt um. Ja. Aber dann gehen wir noch mal rein und. Fast Travel? Für die Map? Okay. Noch, dass man den Stuhl da bewegen kann. Was ist das für ein Feuerlöscher da, ey?
Archer. Steht da? Drücke Select. Okay, Erdgeschoss. Ach, man kann seine Typen dann auch irgendwo parken, oder wie? Weil die kleinen Symbole sind wir. Das war auch zu einfach. Just say no. Just say N. Go, go, was? Sharks, okay. Erstmal auf die Jugendtoilette. Direkt in die falsche. Ist das ein Gestank? Hat gerade einer richtig einen abgedrückt. Ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Stimmt das dann auch, wenn der das sagt? Bestimmt, ja. Gibt's nichts mehr zu holen. Das mache ich immer mit R2. Ist das die besondere Spezial. Fähigkeit? Ja, aber du musst ja, glaube ich, zielen und Dings, ne? Für einen Angriff. Ja. Gucke. Hinweis. Können wir durchkrabbeln? Aber woher kommt dieser Luftzug? Hier gibt's nichts mehr für uns. Oh Mann, ey. Okay. Vielleicht muss ich dagegen hauen mit Spezialangriff. Oder brauchen wir einen Schraubenzieher oder irgendwas? Ja, Werkzeug. Ach, den Draht haben wir noch. Brauche ich ja ein Werkzeug, aber wahrscheinlich Schraubenzieher okay, oder so. Okay. Was ist oh. Among Us. This guy is crazy. Wir müssen mehr Toilettenlore aufsaugen. Ja. Er sagt auch nicht, hier ist nichts, ne? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ah, okay. Das ist auch eine nützliche Fähigkeit. Ja. Könnte man auch ein bisschen abusen. Ja. Gehst in den Raum rein und drückst das einfach. Hier gibt's nichts mehr für uns. Speedrun. Hier gibt's nichts mehr für uns. So, jetzt haben wir Klebeband. Jetzt können wir wieder Sachen kombinieren. Okay. Der sieht halb offen aus. Basketball Victory. 29. September. Haben wir hier alles jetzt, oder was? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Der weiß ich nicht. Macht's auf jeden Fall einfach für uns Dumme. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Vor allem, du bist viel schneller als ich und ich kann nicht mal sprinten. Okay, mach mal Y. Vielleicht ist die Person dann immer schneller. Nee. Du bist eine Frau. Scheiße. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay. Ah, warte. Hier gibt's nichts mehr für uns. Gut. Aber mir gefällt das Spiel bis jetzt. Hat was? Ja. Die Karte von Spanien. Alles klar. Achso, daneben. Hier ist noch was zu erledigen. Digga, weiß ich nicht. Ich habe irgendwas kaputtgeschlagen. Bei den Renovierungsarbeiten ist dein Schraubendreher in diesem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen. Vielen Dank, Mr. Garrison. Hier ist noch was zu erledigen. Oh, ich habe den PC kaputtgeschlagen. Vielleicht steckt er ja da drin irgendwo. Ja. Hier ist noch was zu erledigen. Der. Okay. Das wird bestimmt noch wichtig mit dem Licht. Weil ja, könnte sein. Ja, wo soll der denn hier sein? In dem Regal da? Der Mülleimer leuchtet halt. Ah, warte mal, guck mal. Bist du nicht stark genug? Okay. Ich bin ganz sicher, hier klar. Ist noch was. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Ich weiß halt nur nicht, ob er in die Richtung geschoben werden muss. Ja, bestimmt.
Hier gibt's nichts mehr für uns. Warum? Wir brauchen heute einen Schraubendreher. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Digga, kann ich die mach Tür mal schneller. Zuschieben? Nee. Hier ist Ende. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, und hier ist jetzt nichts, oder wie? Können wir jetzt hier auch nicht mehr rausgehen? Doch. Weiß ich nicht. Hier gibt's nichts mehr für uns. Nee, hier ist nichts weiter. Hä? Ja, aber das stand doch hier gerade sogar in der Notiz. Geh mal weg da. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, warte mal, lass das Ding nochmal woanders schieben. Oder meinst du, damit wollten sie nur zeigen, dass was kann man machen? Ja, auch möglich. Oder ist hier was zum kaputt machen? Geh mal weg. Werden die Wände abgeklopft. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber hat er speziell gesagt, hier in dem Raum ist irgendwo was, ne? Hier in dem Raum stand er, ja. Also du kannst gerne nochmal reinlesen, aber... Hier ist ja sonst heute auch nichts. Ach, gehen kann man auch, wenn man den Joystick gedrückt hält. Komplett wertlos. Guck mal, da oben ist der Lüftungsschacht. Hm. Also, geh mal weg. Kann ich das schneller machen? Hä? Du hast jetzt auch an der Wand geschoben. Ich habe aber nicht mal die Taste gedrückt gehalten. Ich bin einfach nur gegengelaufen. Verstehe ich nicht. Männer anscheinend stärker. Ja. Verstehe ich nicht. Und du? Ich hätte jetzt gedacht, der liegt dann dahinter irgendwie oder so. Was ja. Hau mal hier gegen die Karte gegen. Ja, weiß ich nicht dann. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hast du gelesen, hattest du aber nochmal, ne? Nee. In diesem Raum verloren gegangen. So, da oben ist ja so eine Art Lüftungsschacht oder irgendwas, ne? Ja. Warte mal, kriegt man den Schrank jetzt eigentlich wieder weg? Ich glaube nicht. Lass mal wieder rausgehen und wieder rein. Damit der Schrank wieder da an derselben Stelle steht? Bestimmt, ja. Beef draußen? Was ist das für Geräusche? Nee, Hörst du das? Ja. Krasse, mega Erdbebengeräusche. Ein bisschen. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Weiß ich nicht. Steht da? Mein schlimmer Albtraum, irgendwas. Also ich habe ja auch Klebeband. Aber das kann uns ja irgendwie auch nicht helfen, ne? Und Red Bull und eine CD. Hätten wir die in den PC stecken können? Was haben wir? Wir haben das Ding doch. Hast du schon wahrscheinlich aufgehoben hier? Gar nicht gesehen. Aus Versehen, vielleicht einfach beim Rumdrücken? Möglich. Deswegen auch hier gibt's dann nichts mehr zu holen. Ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Was ist denn hier hinten noch? Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, wie langsam ich bin. Halt mal L2 gedrückt und mach dann R2. Hast du, wenn du R1 gedrückt hältst, kannst du da durch eine Waffe cyclen irgendwie? Die andere Seite? Jetzt hast du ja L1, ne? Da habe ich, doch, da oben. Ist nichts. Hm. Ist ja auch kacke, dass da nur einer erstmal eine Waffe hat. Scheiße, das war der falsche. Hier gibt's nichts mehr zu holen.
Shannon wüsste jetzt genau, was zu tun ist. Auch gut. Dass man mit zwei Hint-Leuten. Ja, aber war das die andere nicht auch Genius irgendwie oder so? Ja. Aber woher kommt dieser Luftzug? Hier gibt's nichts mehr für uns. Digga, was? Denk nicht mal dran. Okay. Jetzt sind wir einfach nur in der Jugendtoilette. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hat einer jetzt schon wieder was eingesammelt? Wahrscheinlich. Nee. Ich kann's ja auch nicht gewesen sein, oder? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Wir haben hier da denselben Dings. Seien es was uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Weiß ich nicht. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Schlüssel habe ich für irgendwas. Wahrscheinlich eine alte Tür. Toll, danke. Da oben ist eine Kamera. Hier gibt's nichts mehr für uns. Voll laut, Alter. Kannst du Nudeln machen warm, kannst du Nudeln machen kalt. Okay. Scheiße, das erste Rätsel. Glaube ich nicht. Hard worker disappeared, excellent. Could be better. Good student. Peter Dodge. Stans Noten sind echt übel. Der Loser. Ich weiß, dass hier noch was ist. Die kleine Taschenlampe wäre mal geil. Ja. Ich bin ganz sicher, hier ist noch ein Schlüssel hier. Was hast du da eingesammelt? Schlüssel. Ah. Oh. Bitte zerdrück mich jetzt nicht. Oh ja, mach mal. Psst. Geht nicht. Nicht so viel Lärm. Hier ist noch was. Ich weiß das. Ich bin das nicht. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Warte da, der Brief. Ex-Abnahme. Projekt. Geldgeber. Geldgeber? Oh no. Das brauchen wir nicht lesen. Okay, verschiedene Werkräume. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Ein ist aber noch eine Tür. Ja. Also ist das nur für Gegenstände irgendwie. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Warte, Schlüssel benutzen? Das ist sinnlos. Aber wir hatten zwei, stimmt. Zwecklos. Gehen beide nicht, ne? Ja. Hm. Blockiert. Ja, genau, dann braucht man noch ein Rad irgendwo her. Hier gibt's nichts mehr für uns. Eine Kurbel. Ja, dann können wir jetzt wahrscheinlich wieder zurück in die erste Gegend mit den zwei Schlüsseln. Hm. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Was ist unsere Mission eigentlich gerade? In den Keller kommen? Nee, hier waren wir schon. Ich glaube, alles einfach nur absuchen, ne? Weil wir ja nach Kenny suchen. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hatten wir da jetzt noch irgendwas in dem Raum? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ah, hier noch eine CD. Okay. Ich glaube mich dann zu erinnern, dass man die CDs in dem Raum abspielen kann, wo wir gestartet haben. Hier gibt's nichts mehr für uns. Glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Wo wollen wir lang? Hier oben oder? Sind wir jetzt wieder in dem Main-Raum da? Hätte ich gedacht jetzt, ja. Oder gehen wir gleich hier raus? Das war so balkonmäßig. Ja. Gut, ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Tja, dass sie so langsam ist, ich will doch die andere haben. Vielleicht ist sie schneller. Vielleicht. Und sie hat ja auch Hints und so, angeblich. Ja. Wo wart ihr? Ich hatte eine scheiß Angst um euch. Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Jetzt wird sie direkt verprügelt. Warte, ist hier ein VHS-Ding? Nee, ne? Nee, dann habe ich mich geirrt. Rostige Schlüssel, was haben wir denn hier noch für Türen? Das ist sinnlos. Dein Maul. Okay.
okay, geht alles nicht. Ach, mit den CDs speichert man? Ach so. Gut zu wissen. Ich speichere erstmal. Aber kann man dann immer nur pro CD einmal speichern? Wahrscheinlich. Ist im Kasten. Ach so, wegen seiner Kamera oder wie? Steht da was von wegen? Das kannst du speichern. Willst einfach nur. Okay. Also speichern auf jeden Fall nicht vergessen. Sorry. Ey, aua, ey. Alter. Hört gar nicht mehr auf zu vibrieren, der Controller. Voll lange nachvibriert. Okay. Mach mal R2. Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige... Ist ein R2. Hier gibt's nichts mehr für uns. Na gut, muss ich halt überall jetzt probieren, ne? Das ist zwecklos. Gut, der eine steht ja für ein Lehrerzimmer und der andere wurde gesagt für eine alte Tür. Na, dann vielleicht nach ganz oben noch, weil da waren wir auch noch nicht, ne? Haben wir irgendwas gesehen, das Haus sah wie ein Lehrerzimmer? Glaube nicht. Das war hier unten. Warte, ich schalte mal kurz um. Ja. Stuff Room. Was heißt ja. Das? Versuch da auch mal. Du hast ja auch die Schlüssel, ne? Ja. Nice. Musstest du gar nicht auswählen, ne? Nee. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh. Achso, hier ist das das Lehrerzimmer? Nee, da sind wir durchgekommen vorhin, ne? Ja. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Was sagt er denn jetzt? Immer noch alte Tür? Ach so, der Schlüssel oder was? Ja, sag mal, was sie sagt. Wann? Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige okay. Schlüssel passt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ah, easy. Wie war's? Hä? Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Lass mal nach ganz oben. Alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Hä? Hä? Hier gibt's nichts mehr für uns. Irgendwo muss wollen wir auf jeden Fall rein. Aufgeschlossen. Ja, da kommen irgendwelche Monstergeräusche raus. Ja, komm her. Hier gibt's nichts mehr für uns. Die mit dem schwarzen Schimmel, den sie da an sich dran haben. Ja. Ah, warte, das Fenster. Digga, was? Aus dem Weg! Das würde ich gerade machen. Mr. Walden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus. Schnell! Aber diese Dinger, da. Was sind die? Ich weiß nicht. Aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Haben Sie sich verletzt? Ach, als wärst du was völlig Normales. Zu, dass er wegkommt. Aber ich suche Kenny. Er ist verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Aber wie? Alle Ausgänge sind dicht. Ich mache euch die Schullufttür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Ich glaube, wir sitzen jetzt so richtig tief in der Tinte. Hier ist noch was. Ich weiß das. Jetzt können wir aus dem Gebäude raus. Warden hat uns die Tür aufgemacht. Warum? Zum Dahingehen, weil das jetzt offen ist, oder was? Und da steht Friedman, Fragezeichen, im Klassenzimmer. Müssen wir wohl dahin, wa? Krankenstation sollten wir vielleicht auch mal gucken. Vielleicht gibt's da, Dings, Heilkraut. Hier ist noch was, ich weiß das. Na? Sehr gut. Kann ich nicht ausrüsten. Darf nur der Mann, wa? Digga, kann ich echt nicht boxen? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt können wir aus dem Gebäude raus. Warden hat uns die Türen aufgemacht. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ach, der hat uns jetzt alle Türen aufgemacht, oder was? Ja, alle weiß ich nicht, aber... Hier gibt's nichts mehr für uns. Die wollen unbedingt raus. Fenster ist doch kaputt. Geht doch da durch. Echt. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Jetzt... Das ist aber auch Geräusch, Alter. Ja, richtig so aufschließen. So, warte, Friedman ist jetzt hier links, ja. Aber nicht durch den Gang. Sondern die Tür ist dann da irgendwie hier so hinter. Oder? Hä? Aber, hä? Morgen hat das Erdgeschoss geöffnet. Wir sind endlich frei. Na gut. Zu, oder was? Mhm. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Die war vorhin offen.
Nee, ja. Verlasse das Bürogebäude. Sah nicht aus wie ein Büro. Miss Leslie, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab. Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich ruf grad die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit. Ich hab so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder. Du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich hab keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Freedman warnen. Freedman warnen? Warum? Aber mehrere CDs, ne? Hier gibt's nichts mehr für uns. Los, suchen wir Freedman. Er muss in seinem Büro sein. Ja, warte mal, wo ist denn... Ja, aber... Hä? Aber wir waren im Verwaltungsgebäude, ja? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir gucken. Ja. Also muss ja hier in die Richtung sein oder so. Hier nach unten oder nicht? Wirklich? Ich hänge. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Und dann hier eigentlich, ne? Alles mal. Er ist abgeschlossen. Einen weiter unten. Noch ein bisschen. Da. Okay. Easy. Friedman? Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Gib mir auch mal hier eine Energy. Was ist bloß los in dieser Schule? Sieht aus wie das Zimmer von meinem Bruder. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Achso, ich habe noch eine CD aufgehoben. Oh. Friedman ist hier im Gebäude. Eine Waffe. Oh. Das verbessert unsere nice. Chancen. Ah. Und Munition. Und Taschenlampe. Oh. Sorry. Oh. Da liegt noch eine Taschenlampe. Taschenlampe. Die musst du noch wohl nehmen, wa? Du hast erstmal Tutorial, glaube ich. Achso. Halte. Friedman ist hier im Gebäude. Hier ist noch was zu erledigen. Friedman ist hier im Gebäude. Hier ist noch was zu erledigen. Boah. Daraus werde ich nicht schlau. Hatten wir Klebeband? Ja. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Nett. Nice. Friedman ist hier im Gebäude. Da liegt meine Patrone sogar noch im Boden. Weil du einmal geschossen hast. Ja. Muss der Ausgang. Weißt du, du hörst hier überall irgendwelche gequälten Schreie. Ja. Und die dann so, oh, ich filme jetzt hier ein bisschen und oh. Ja. Sind wir da drüber reingekommen gerade? Nee. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Friedman ist hier im Gebäude. These. Nochmal Kleber, okay. Hier gibt's nichts mehr für uns. Wir müssen diese Kette aufbrechen. Wir brauchen einen Bolzenschneider. What? Oder Säure oder sowas. War hier eine Kette? Ja, echt. Okay, Bolzenschneider oder Säure, hat deine Schlaue gesagt. Und sie ist ja schlau. Ja. Brauchen wir einen Bolzenschneider, der Säureeffekt hat oder so. Sehen wir uns mal um. Hier ist noch was, ich weiß das. Boah, Junge, jetzt habe ich mich aber erschrocken, ey. Mann, was ist los? Aua, ich werde in meinen Rücken geboxt. Seh dich mal um. Ich mache Licht. Tanke. Oh nee, ich hätte attackiert von hinten. Hinterhalt. Sehen wir uns mal um. So, vielleicht hätte ich mal schießen sollen. Ja, ach Quatsch. Erstmal Red Bull. Ich glaube, ich brauche auch einen. Ja. Ja. Ach, der Biologieraum. Ach, der Energy heilt. Ja. Das ist schwer. Ja, siehst du? Pass besser auf. Aber die ätzt doch. Nimm doch mit den Kanister.
Du musst sie auf die Hand träufeln, so wie das Bild, ja, das da sagt. So, so mit dahintragen. Was hat sie gesagt? Brauchen wir? Brauchen Behälter. Ah. Use acid carefully. Brauchen wir. Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um. Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns mal um. Hier gibt's nichts mehr für uns. Wo ist der Ausgang? Sehen wir uns mal um. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns mal um. Hier ist noch was. Ich weiß das. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns mal um. Warum sagt sie das immer zweimal, wo ich nur einmal drücke? Echt? Ja. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Sehen wir uns mal um. Ach, weil ich das sage. Deswegen sehen wir uns mal um. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Nee, okay. Hier ist noch was. Was ist das? Ein Behälter, ja. Ah, noch einen schickeren Basie. Das ist einer im Nahkampf, oder wie? Anscheinend. Weil da stand irgendwas von geteilter Munition. Hm? Da stand irgendwas von geteilter Munition. Oder Team-Munition oder so. Okay. So, ich mach mal die Karte auf. Genau, da ist ja die Kette. Ah, ja, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier mal raus und uns woanders noch umgucken draußen. Weil wir hatten ja bestimmt mehrere Gänge irgendwie. Haben wir hier alle Räume durchgeguckt? Glaube, außer den ersten da. Ganz rechts. Da ist kein Symbol, ob Durchgang oder nicht. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Und hier ist jetzt einfach ein Behälter. Oder Friedman. Ja. Nee, das ist Hackerman. Na. Stan, ist das Stan, ja, genau. Hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Puffy kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Und hier, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster, ist voll die Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Und was ist deine Spezialität? Ich will auf jeden Fall ihn haben, oder? Ja. Wie gehe ich hier nach unten? So. Toll. Kann einfach nur schneller eine Tür aufmachen. Wertlos. Auch gammelig, aber ja. Dann lieber zwei Arten von Hints. Oder? Kommt drauf an, was er für Waffen hat, ne? Oder ist das überhaupt abhängig von dem Charakter? Oder dem Geschlecht? Na gut, ich bleib jetzt erstmal sie. Hier ist noch was, ich weiß das. Behälter. Ich hab drei Pappbecher genommen. Digga, ja! Ich hab hier drei Pappbecher. Die müssten doch reichen. Warum nicht einer? Warum drei? Haben wir da ein Zeitlimit, weil die dann da durch... Die müssen umfüllen bestimmt mittendrin. Ah, auch gut. Hier ist noch was zu erledigen. Das Schloss kriege ich mit links auf. Ah, da brauchen wir ihn für. Ich muss mal wechseln oder so. Ah, oder du. Ah, er hat auch einen Basie. Das Schloss ist ein Kinderspiel, das kriege ich hin. Sollte kein Problem für mich sein. Ach so, nee, warte, dann kann ich ja den anderen auch benutzen zum Hacken. Drei Plastikbecher. Stan wäre hierfür besser geeignet als ich. Ja, oh, weil wir 2 Sekunden länger warten müssen oder so. Selbst in einem Kampf wäre das halt... Ja. Toll, Lore, brauchen wir nicht. Oder? Weiß nicht, mal unwollen, ja, weg. Okay. Hab ich jetzt einen anderen Baseballschläger wieder? Hey, was ist dein Problem, Mann? Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um.
Ich gehe zum Treffpunkt. So, wir müssen ja auf der Krankenstation, ne? War möglich? Er hat doch gesagt, Friedman ist auf der Krankenstation. Ich dachte, der uns da gerettet hat, war auf der Krankenstation. Ja, aber war das nicht Friedman? Nee, dann wäre der ja nicht weggerannt. Wohl nur dem Rauch, weiß ich nicht. Wo war die Säure? Biologieraum, ne? Ich sterbe da gerade. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, schießen. Verdammte Scheiße! Okay. Hauen wir ab, hat sie gesagt. Ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hauen wir ab? Anscheinend. Oder wollen wir es platt machen? Also wenn die Charaktere schon sagen, direkt hauen wir lieber ab, weiß ich nicht. Vielleicht sind es auch scheiß Weicheier. Das auf jeden Fall. Was haben wir denn hier überhaupt? Friedman. Speisesaal, Krankenstation, Bibliothek, Parken. Ich würde sagen, wir müssen auf die Krankenstation. Der Typ liegt da, weil er verletzt wurde. Von dem. Aber da ist einfach hier außen eine Treppe oder wie? Scheint so. Um da reinzukommen? Verstehe ich nicht. Oder muss man über den Speisesaal? Soll das hier die Krankenstation sein? Ich glaube, ja. So, da ist aber keine Tür halt, das wundert mich. Man kann über den Speisesaal da rein. Oder ist es über uns? Aber Friedman ist halt angeblich Klassenzimmer. Verstehe gar nichts. Muss auch keinen Sinn ergeben. So, aber jetzt hat das Monster uns ja gekockblockt wegen der Säure. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Direkt wieder umdrehen. Ein nützliches Spielfeature auf jeden Fall. Supernatural, Alter. Friedmans Büro ist im Westflügel der Schule. Nie ohne Seife waschen. Wir müssen nicht, wo der Norden ist. Da. Was sind das überhaupt für Hinweise da rechts? Naja, aber hier ist Norden. Wir müssen nach da. Okay. Ach, die Sachen kann man dann lesen, okay. So, wir müssen einen nach unten, aber da dürfen wir auch durch. Also ja, der ist dann auf der zweiten Etage da von diesem Ding. Aber wir brauchen halt die Säure jetzt, also weiß ich nicht. Also doch wegschießen. Schießen wir weg. Ich hätte gehofft, dass er weg ist, aber... Weil Licht können wir hier auch nicht machen, ne? Sehen wir uns mal um. Hier gibt's nichts mehr für uns. Lutscher-Gegner. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Kein Ding. Ja. Durch die Wand hier. Okay. Ist das hier oben? Ein Red Bull hier. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja. Nee, aber ist auch Chemieraum. CD. Was habe ich da aufgesammelt? Klebeband. Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um. Die Musik ist immer noch bedrohlich, warum? Hier gibt's nichts mehr für uns. Boah, wahrscheinlich jederzeit irgendwas durchs Fenster springen kann, obwohl, nee, das ist ja nicht so. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ich häng da jetzt drinne fest, oder was? Okay. Schnell, der Becher verschwindet. Oh Mann, ey. Mein Controller vibriert auch. Aber Hauptsache die Türanimation immer zeigen. Ja. Yeah. Fuck, falsch. War das da durch oder? Ne, hier genau. Hier. Ich glaube, das Vibrieren wird stärker. Schnell, klick die Tür an. Den Säure. Fällt direkt auseinander, Digga. Was war das für ein Pappbecher? Was zum Teufel ist hier los? Ja, das ist eine totale Katastrophe. Hier ist noch was zu erledigen. Da eben ist ein Zombie oder so. Friedman, weg. Was? Keine Cutscene. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Heute um 17.38 Uhr. Hallo? Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson.
würden Sie Mr. Friedman ausrichten? Er möchte mich so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute um 18.50 Uhr. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte, komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Oh nein! So, Leute, vor der Forza runtergeladen, weiter geht's. Mr. Friedman, sind Sie hier? Game Cutscene? Oder auch nicht? Okay. Hier ist noch was, ich weiß das. Elden Ring. Weißes und Schwarzes. Auf Friedmans Karte fehlt irgendwas. Ja, die Löcher, Dinger, aber zum Drehen irgendwie. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Oder liegt da irgendwas auf dem Tisch? Hier ist noch was, ich weiß das. Da siehst du, einen haben wir schon mal. Brauchen wir auch zwei, oder? Einfach mal einen reinsitzen, ne? Ja. Hier ist noch was zu erledigen. Kompassnadel. Mhm. Tja, brauchen wir wirklich noch einen. Ja. Ah, was ist das überhaupt für eine Landkarte? So, was ist mit Kanada passiert? So, ja, brauchen wir noch. Hier ist noch was zu erledigen. Auf Friedmans Karte fehlt irgendwas. Hier ist noch was zu erledigen. Machen wir schon eins. Hier ist noch was zu erledigen. Ja gut, hier ist noch was zu erledigen, aber liegt das Ding hier, ist die Frage. Könnte sein, ja. Ja, dann lass wieder raus. Ich würde jetzt hier sagen, da ist nichts weiter. Hier ist noch was zu erledigen. Nee. Ja, ist weiter nichts. Brauchen wir die Kompassnadel von irgendwo anders? Was? Problem ist, ich sehe mich gar nicht. Hier ist noch was zu erledigen. Sehen wir uns mal um. Ich habe irgendeinen Schüler umgebracht. Hast du den ausgenockt oder was? Der ja, sich hier ein Getränk ziehen wollte? Den Grad hat wahrscheinlich hier verdient. Das Dumme ist, wenn man aimt, man kann sich auch nicht drehen. Nichts mehr für uns. Oh, ich hab mich nie besser gefühlt. Hast du erstmal gesuppelt? Oh. Nee. Okay. Zumindest nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Okay. Was will uns das Spiel sagen hier in der Ecke? Voll die dramatische Musik auf einmal. Ach, hier wieder die. 330 und 90 oder was? Ja. Nee, was? 90? 20. 20. Okay. Sehen wir uns mal um. Hier gibt's nichts mehr für uns. Können wir abzeigen. No. Der Müll blockt. Echt? War da noch ein Gegner im Raum, oder? Ich hab keinen gesehen. Hier ist noch was zu erledigen. Achso. Ja, wo finden wir noch eine Kompassnadel? Hier ist noch was zu erledigen. Kein Problem für mich. Telefone? Okay. Da drin wahrscheinlich. Möglich. Hier ist noch was zu erledigen. Fette Aktentasche.
Boah, ey Junge, das ist aber ein bisschen Jumpscare-mäßig. Bonk. Das ist ein Computerraum, ey, typisch. Ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um. Ich glaube, mein Dude hat Damage bekommen. Warte mal. Ah. Und ich speichere auch mal. Jack. Okay, alles im Kasten. Kompassnadel hatten wir jetzt hier aber nicht. Nee. Hier ist noch was zu erledigen. Oh, Digga, was? Warum? Erstmal putzen gehen. Traurig. Sind wir von hier gekommen durch das Ding? Nee, ne? Nee, wir sind von unten gekommen, von stimmt, der Mitte so. Stimmt. Sind wir jetzt auf dem Balkon oder so? Hä? Ah ja, wirklich, balkonmäßig. Was steht da? Library oder was? Warte, das können wir ganz einfach rausfinden. Vergewaltigungsgebäude. Sind nee, Krankenstation. Denn? Okay. Aber warum kann ich die Räume anwählen? Merkwürdig. Wegen Fast Travel? Wahrscheinlich. Hä? Kommen wir immer nach unten? Shortcut oder wie? Stimmt, die ging vorher nicht auf, ne? Können wir da wieder durchgehen jetzt auch? Klar. Gut. Gibt keine Einwegtüren, außer die Dinger, die sich da so drehen mit den Stäben. Diesen Einwegtüren. Okay. Du weißt, welche ich meine. Ja. Okay. Die man manchmal so an U-Bahn-Dingern hat. Genau. Oder so. Hier ist noch was. Ich weiß das. Das ist aber auch eine Schule, Alter. Echt? Also ein Schulhof mit so einem Balkon, schon geil. Ja, rotzen sie dir von da oben einfach nur immer auf den Kopf. Oh, scheiße, ja. Warte, ist was hier in der Ecke? Library? Ja. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Friedmans Büro ist im Westflügel der Schule. Ja, aber war jetzt hier gar nicht, wo wir rein konnten? Unten doch, hier war eine Tür noch. Was auch wieder nur eine Treppe. Nach unten aber wieder? Sind wir da nicht gerade durchgegangen? Hier gibt's nichts mehr für uns. Warum sind da so viele Pfeile? Heißt das, da sind wir schon mal durchgegangen oder ja, was? Also wir brauchen ja nur diese Stecknadel da. Wahrscheinlich. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Hm. Nochmal und ich trete dir in den Arsch. Oh fuck. Ups, nein, ich will die doch gar nicht. Die andere wieder, danke. Da sind keine Schlösser mehr. Aber was ist denn ihr Angriff überhaupt? Der ballert bestimmt richtig rein, Alter. Der hat aber auch einen harten Cooldown. Warm, Alter. Da ist sie rüber, aber ab. Die Statuen hier in der Mitte. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Beten die da die Wurzel an, oder was? Ja, ne? Fürchten die sich davor? Kein Basketball hier, traurig. Shit. Aber Kenny ist ja eh weg. Ja, das ist seine Spezialfähigkeit. Ja. So, What? Führ du mal uns den Weg. Da rein müssen wir. Okay. Verschlossen. Waren wir hier? Da sieht es auch so nach diesem noch so, ja, Schimmel hier aus. So, warte mal, ist hier. Aber hier wird ja auch nicht gezeigt, von wegen Wege oder. Also. Da war ein Fragezeichen.
2. Das in dem Fragezeichen ist wahrscheinlich der Puzzleraum. Würde ich behaupten. So, dann haben wir noch 2 so eine Fragezeichen da. Oben und unten. Gehen wir da jetzt erstmal rein. Ja. Zweite Tür. Zweite Tür. Das hier, oder wie? Hier. Hier ist noch was zu erledigen. Scheiße, tut das. Und nur noch 2 Kugeln. Hier bin ich der Meinung. Kein Problem für mich. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das krieg ich auf. Ach so. Wir brauchen unseren Louis, oder geht der auch? Die Stecknadel anscheinend. Hä? Weiß ich nicht. Oder hat er die wieder eingesteckt, weil zwar kann auch sein. Konnten. Hack ich gerade? Wie hack ich? Jetzt. Ach, Boost-Modus. Schnell rein. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ach was. Ah, Bullets. Das könnte Kenny sein. Echt? Das hört sich nach einer Basketballstimme an. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Was sind das da für Schatten? Ach, deine Taschenlampe ist das. Der sagt ja Raytracing, Alter. Ich weiß ja. Das. Wo soll denn hier bitte noch was sein? Red Bull? Hier gibt's nichts mehr für uns. Sehen wir uns mal um. Jetzt kommen wieder die Monster. Zwei Schüsse nur. Krass. Hier ist noch was zu erledigen. Genau, da wo ich stehe, müssen wir jetzt, glaube ich, rein. Ja. Headmaster. Keine Ahnung, wo ich die Stecknadel her habe, also. Er ist der Herbmaster. So, warte, muss ich erstmal Dings. Orgelmusik? So, 220 oder so? 330 und 20. So. Nee, der ist nicht auf 20. Der muss. Man muss hier den zeigen. Das ist aber 2x20. Mach den mal dahin. Ja, so. Und den musst du ein Stück hoch. Den musst du hier so haben. So hätte ich gesagt. Fucking nothing. Ach, warte mal, ist das minus 20? Hm. Stimmt. War das? Ja, sehe ich aus wie Cristiano Columbus oder was? Aber das kann ja so auch noch nicht sein, mit andersrum. Brute Force it. Ja. Ja, wie würde man das denn machen? Ich habe keine Ahnung, was die hier von einem wollen. Also man soll hier irgendeinen wichtigen Ort triangulieren, aber kann ja nur Amerika eigentlich sein, ne? So. So irgendwie. Also warte mal, wir machen jetzt einfach mal, wir wollen ja 330, ne, und 20. Ja. Die würden sich da treffen, so gesehen. Ich weiß auch nicht, wenn ich A drücke, dann geht er halt raus. Aktiviert sich dann hier irgendwo was? Ah, es würde doch ein Sound-Cue oder so eigentlich geben. Schon, ja. Interagier du mal damit. Hier ist noch was zu erledigen.
Lass einfach den Knackermeister. Panzerknacker. Was hast du gedrückt? Ich habe den Panzerknacker-Modus aktiviert. Gut, aber was hast du gedrückt? Nee, ich habe das Ding in die richtige Position geschoben. Ich habe es auch gebootforced. Ich habe nichts gedrückt, ich habe nur die Dinger bewegt. So, was ist jetzt da? Munition oder was noch? Friedman ist in der Bibliothek. Und Lore. Hast du jetzt eine andere Schusswaffe? Ich wüsste, wie. Ja. Eine zweite. Oh, die sieht gefährlicher aus. Okay. So, Bibliothek hat er jetzt gesagt. Wie kommen wir da rein? Haben wir was aufgehoben dafür? Eigentlich nicht. Aber vielleicht schadet eine Cutscene, wenn wir jetzt rausgehen oder irgendwas. Wahrscheinlich wieder Endgegner jetzt gleich im Weg. So, warte, lass mal gucken. Friedman. Ach so, ja, nee, wurde ja gerade gesagt. Müssen wir auf die andere Seite rüber. Warte, hier lang. Können wir uns nicht einfach hin teleportieren? Erdbeben, okay. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Aber da kommen wir ja auch nur von hier rein. Aber ich sehe auch keinen anderen Eingang, also... Da steht auch nur verschlossen, das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwo einen Schlüssel finden. Da war doch noch irgendwo vorhin ein Fragezeichen, oder nicht? Kannst du durchschalten, die Karten hier? Ja. Da ist ja noch ein Fragezeichen, was war das? Okay, dann gehen wir da hin. So, weil es war ja auch eben gerade ein Erdbeben, ne? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt irgendwo was geöffnet wurde, so. Okay. Wieder. Oder auch nicht, weil es gibt mehrere Erdbeben, okay. Also, dass aber auch dein Charakter so langsam ist, ne? Ich find's richtig kacke, ehrlich. So, und jetzt müssen wir die Treppe hier runter. War das so eine Doppeltür dann? Ich glaube. Achso, hier. Hier gibt's nichts mehr für uns. Toll. Das Schloss sollte kein Problem sein. Achso. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das ist auch eine dumme Mechanik, ey. Ja. Ah. Sehen wir uns mal um. Da mich abgebrochen. Hab ich ihn jetzt getötet oder was? Dann sehen wir uns mal um. Sehr gut. Boys. Hier sieht man nicht mal die Hand vor Augen. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Medkit. Müsste ich eigentlich benutzen oder habe ich Energy? Ich habe Energy. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, also ist hier nichts. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo umgucken, was mit den Erdbeben auf sich hat. Würde ich sagen, wieder ins Hauptding, ne? Sitzen da? Also, ich meine, draußen. Achso. Hier gibt's nichts mehr für uns. Was sagt denn deiner eigentlich? Die Bibliothek ist gleich neben dem Parkplatz. Vielleicht auch von unten rein? Ja. Gar nicht hochgehen? Hinter uns oder wo? Oder sind wir hier gerade hergekommen? Ja, da sind wir gerade hergekommen. Ich wäre jetzt einfach so rechts rüber gelaufen, aber... Ja, aber meiner, oder? Ist das überhaupt meiner? Das blinkende? Ja. Ja gut, dann gucke ich gerade halt richtig. Weil von da kommen wir dann in den Parken. Ich will jetzt einfach hier quer rüber. Könnte auch von hier irgendwie lang laufen. Ich
Ich bin schneller, ich bin schneller. Nee, nein, nee, ich laufe dann in die andere Richtung. Ich warte hier auf dich. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hallo. Denn hier oder nicht? Was schon da? Mit einem Vorhängeschloss versperrt. Das ist zwecklos. Für C? Für Cafeteria oder was? Ja gut, Speisesaal dann, aber... Wir müssen sicher einen Parken. Wo stehen wir? Ja, vielleicht da oben reingehen. Wir sind wo ganz anders. Ach so, wir müssen weiter runter. Hier gibt's nichts mehr für uns. Können jetzt einmal hier abbiegen. Ja. Wie auch Library? Hä? So ein Junkie da auf der Treppe. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Ich will den Junkie abknallen. Ups. Ich glaube, du musst ihn gleich abknallen. Ich glaube auch. Deinen Taschenlampen-Overclock nicht vergessen. Hier ist noch was. Er ist so schwer zu aktivieren, Alter. Weil ich schieß mit A und hier muss ich den Overclocker machen. Oh Mann. Out of order. Erstmal Toilet Energy Drink eingesammelt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Digga, richtig Epilepsie da drin. Ja. Also die Animation dauert länger, als wir einen Raum untersuchen. Hier ist noch was zu erledigen. Fertig. Hep. Hep. Hier ist noch was zu erledigen. Digga, was? Das war gut. Kommt da so dick Miet raus, ey. Hab ich. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Also ich brauch mal einen Energy. Ja. Hast du ja bestimmt. Wir müssen den Schlüssel zur Bibliothek finden. Ich dachte, wir sind jetzt in der Bibliothek. Fuck off. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Sind wir richtig jetzt in der Bibliothek? Ja. Oder ist noch ein so ein Raum dann erst die richtige Bibliothek? Möglich, ja. Ah! Oh, sehr nice. Hier ist noch was, ich weiß das. Was habe ich aufgesammelt? Klebeband. Hä, warum braucht man so viel Klebeband? Also weiß ich nicht. Vielleicht stand da auch einfach nur... nichts mehr zu holen. Stand halt Klebeband. Ich weiß nicht, ob du das aufgehoben hast. Bestimmt, ja. Das kriege ich auf. Na, da können wir aufknacken noch die Tür. Okay. Noch ein Computerraum. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Randale. Im was Sperrbezirk. Ja. Hast du das aufgesammelt, das Ding? Scheint so. Stimmt. Können wir das auf den Projektor legen oder was? Vielleicht. Damit das wahrscheinlich also schon, ja. Oder brauchen wir Terpentine oder so? Hier ist noch was zu erledigen. Ups. Egal. Da ist das noch ein extra Raum da? Ich glaube, ja. Dann gehen wir nochmal rein. Der klettert einfach durchs Fenster, Mensch, geht schneller. Hier ist noch was zu erledigen. Das wird der Code dann sein. Ja. Ich komme hier nicht raus. Cancel. Oh. 555 Nase. Ja. Wie bist du hier rausgekommen? Start. Was? Ja. Hier ist noch was zu erledigen. Complicated. Na ja, gut, dann ist das wegen dem Ding. Dann die Tür nochmal hacken. Ja. Kein Problem für mich.
Das Schloss ist eine Videokassette haben wir auch. Hier ist noch was zu erledigen. Mach die Scheiben auf. Die Dunkelheit kann nichts gegen uns. Ich huste. Weg. Warte, ich mach ein bisschen mit Licht. Es sind also nicht immer Monster, es ist manchmal einfach nur so Dunkelheit. Ich hab nur noch Medkit. Ja, mach rein, bevor du tot bist. Na, ich speichere, glaube ich. Na, hack mal. Hier ist noch was zu erledigen. Toll. Musst du da kleben oder? Wahrscheinlich schon. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ist sie da jetzt dran oder nicht? Nee. Hast du aber nur so eine Hand? Ja, aber da steht kombinieren. Aber die beiden anderen haben ja Lampen dran, deswegen geht das vielleicht nicht. Hier gibt's nichts mehr für uns. So, warte, ich speichere mal. Sieht gut an. Noch weitermachen? Ich brauche auf jeden Fall eine Pause. Dann hören wir erstmal auf. Ja.